Hallo liebe Freunde, willkommen hier zurück in Himmelsrand. Und ich habe direkt einen kleinen Fehler gemacht, denn ich habe gerade eben Ahnenschimmer in meinen Besitz gebracht. Das war die Quest, die wir machen mussten, um den Baum hier wieder zum Leben zu erwecken. Ihr erinnert euch ja. Wenn ihr Tränke braucht, gut, solltet ihr bei ich brauche keine Tränke. Mussten ja mit Nesselfluch diesen Baum wiederbeleben. Das ist so eine komische Geschichte hier gewesen. Und ich habe da vergessen, irgendwie auf Aufnahme zu drücken und durch Speichern. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe da ein bisschen Blödsinn gemacht. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachen festwerfen. Komm nur her, du Zwerg. So. Und ich habe mir natürlich den Mund fusselig geredet, ohne eigentlich aufgenommen zu haben. Deswegen habe ich beim König einen ungewöhnlichen Edelstein gemopst. Den wollte ich euch mal zeigen. Der ist nämlich hier in meinen Objekten irgendwo drin. Unter Sonstiges. Da. Ich glaube, von diesen hier gibt es 12 Stück an der Zahl. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und wenn man alle 12 hat, kriegt man einen besonderen Bonus auf irgendwas Komisches. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, was. Und dazu müssten wir nach Riften oder Rifton. Hi, Bella. Und den schätzen lassen. In der Diebesgilde. Wo wir später auch noch hinkommen. Machen wir aber, wie gesagt, erst später. What? Man sagt, Ulfrecht Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Ja. Klingt doch nach einem netten Kerlchen. Wie spät haben wir es denn jetzt? Allgemein 9:32 Uhr. Wir warten mal 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warten mal ein paar Stündchen, bis es wieder ein bisschen heller wird. Dann kann ich ein paar Heiltränke noch kaufen, weil wir haben nämlich keine mehr. Und das ist nämlich ganz schön Scheuße. So. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für ein... Natürlich seid ihr es nicht. Halt den Rand, mein Freund. Mach dich nicht unbeliebt. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr seht etwas blass aus. Mhm. Könnte sich um ein... dann seid ihr also ein Alchemist. Und wie? Zuerst mal möchte ich ein paar Sachen verticken. Und du hast selber nicht so viel Geld. Butter. Warum habe ich Butter? Wein. Sieht noch irgendwie interessant aus. Das kannst du haben. Menschlich jetzt kannst du auch haben. Redekunst verbessert. Erstmal eine. Dann hast du auch nicht mehr so viel Geld. Naja. Ich möchte mir bei dir aber auch noch ein paar Zaubertränke holen. Das habe ich ja gerade gesagt. Zaubertrank der Magie der Kleinheilung. Jetzt hast du auch wieder Geld. Mein Geld, was ich bei dir ausgegeben habe, das hole ich mir wieder. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Das finde ich sehr nett von dir. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Gefährten. Hallo. Gefährten, wo seid ihr? Mach kein Ärger, Spitzohr. Halt den Rand. Du fiese Möb. Ja, was? Fangen die beiden schon wieder an? Schlag zu, wenn die Schulter sich dreht. Oh. Er gibt sich euch gegenüber Blößen. Sehr schön. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ich will auch. Wow. Los, rein da und schiebt. Auf was wartet ihr? Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Ja. Wow. Ja.
Wollen wir mal? Wuh! Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Buh! Nur Idioten hier. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine... Isgramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Ach ja? Kann ich den Gefährten beitreten? Wir nehmen nicht jeden Milchtrinker, der angestolpert kommt. Redet mit Kotlak, wenn ihr der Meinung seid, das Zeug zum Gefährten zu haben. Gut. Mein Schild hatte einen schlechten Griff. Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Okay. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Dann gehe ich mal. Gut. Euer Gesicht ist neu hier. Ich behalte euch im Auge. Hm. Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu? Ha. Gut für euch, dass ich das nicht entscheide. Okay. Sprecht mit Kotlak. Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Gut, dann werden wir mal zu Kotlet gehen. Dann gehe ich mal. Gut, ihr geht alle irgendwo hin. Nur wohin geht ihr denn? Na, Kotlak ist hier mit seinem Kollegen Farkas, heißt er, glaube ich. Immer noch den Ruf des ja, Nebelkas. Das tun wir. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Hm, ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter. Ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Gut. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Ich komme schon klar. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas bringt sie in den Hof und zählt, was sie kann. Ja. Komm! Dup, 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 dup. So, der Kampf wird jetzt hier nicht allzu lange dauern. Wir hauen jetzt ein paar Mal auf sein Schild und anschließend müssen wir sein Schwert wegbringen. Und dann kriegen wir auch schon direkt danach die erste Quest. Die erste richtige Quest. Bei den Gefährten. Aber Moment. Die wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte es Schande über uns alle. Schon gedacht, das Spiel wäre abgestürzt. So. Der Alte hat gesagt, ich soll euch mal in Augenschein nehmen. Fuß! Wollen wir mal. Ihr hättet nie herkommen sollen. So. Ihr habt eine Ziel. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. So, Pillepalle. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Danke.
Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Kein Ding, Mann. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Danke. So, komm, Lydia. Wir müssen ein Schwert wegbringen. Einen kleinen Zahnstocher. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Zu schade, wo das herkommt, wartet noch mehr. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. Bitte. Das war da nicht mit Absicht, ich kann da nichts dafür. So, das erste Mal, wo ich den Menschen gesucht habe, da bin ich hier wahnsinnig geworden. Ist aber eigentlich relativ easy zu finden. Hier sind wir schon. Was führt euch hier? Ein Schwert. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Mhm. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Mhm. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Okay. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Mhm. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jedermann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Okay. Wartet, bevor ihr geht. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. What's los? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ich helfe euch gern. Gut gemacht. Wir sind ja mal so. Wir haben heute unseren sozialen Tag. So. Gehen wir mal hier lang. Und öffnen ja was. Natürlich wieder hier nach unten. Und zack. Also das wäre jetzt relativ easy, also das zu finden und direkt danach kriegen wir auch schon praktisch unsere erste. Aber ich bin nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem den Herzen fangen. Ich habe euren Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Jupp. Kennt ihr die? Ich habe sie im Hof mit Wilkas trainieren sehen. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Klar. Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Ja, bitte, bitte. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit. Gut. Ich stand zwar woanders, mein Freund, aber gut. Skjör und Ayela ziehen nicht gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Mhm. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Gut. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Wilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht. Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Okay. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden?
Ich kümmere mich darum. Versucht es nicht zu übertreiben. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Nur, das hatten wir ja schon. Gut, aber dem werden wir natürlich später irgendwie auf den Grund gehen. Was heißt hier irgendwie? Wir werden definitiv der ganzen Sache auf den Grund gehen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.